Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich werde auf dem Technologieforum ein paar Zahlen präsentieren. Ich habe einiges mitgebracht. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich habe gesagt, ich sage was über Marktüberblick und Trends. Ich würde diesen Trend allerdings nicht auf Technologietrends beziehen, weil da haben wir jetzt 1,5 Tage sehr viel drüber gehört, über die neuesten Trends, die es gibt, sondern ich würde das eher auf den Markt beziehen, wie gesagt. Okay. Ja, also ganz kurz, VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, 3200 Mitglieder aus Europa. Ich komme von dem Fachverband Robotik und Automation, das sind ungefähr 320 Mitglieder. Die gliedern sich ein natürlich in die industrielle Bildverarbeitung, Machine Vision, die ich repräsentiere, aber auch die Robotik und die Integrated Assembly Solutions, also die Montage- und Handhabungstechnik. Und ich habe aus allen drei Bereichen ein paar Zahlen mitgebracht, natürlich rückblickend sehr viel, aber auch aktuelle Zahlen. Woher haben wir diese Zahlen? Woher haben wir diese Zahlen? Die haben wir, weil der VDMA seit seines Bestehens vor 125 Jahren Statistik macht. Er sammelt Daten von den Mitgliedern, von Nichtmitgliedern, bereitet die auf, da gibt es Richtlinien, ne? Also dass man nicht nachvollziehen kann, wer hat was gemeldet, was produziert mein Kunde oder mein Marktbegleiter. Der VDMA bereitet die auf und stellt den liefernden Firmen zur Verfügung, damit die ungefähr einschätzen können, wo stehe ich im Vergleich zu anderen, zu meinen Mitbewerbern. Gibt es irgendwelche Trends, Entwicklungen, die ich verschlafe? Gut, also wie habe ich es gegliedert? Ich sage zuerst was über Robotik und Automation, die Industrie in Deutschland. Also ich sage nichts über den Markt von Robotik und Automation, also wie entwickelt sich der Markt in Deutschland, sondern ich sage, wie entwickelt sich die Industrie. Also ich gehe auch ein auf Exportmärkte und so weiter. Ich gehe dann ein auf ein paar internationale Zahlen aus der Industrierobotik. Gibt es bei Robotik und Automation leider noch nicht, auch bei der Bildverarbeitung leider noch nicht. Es gibt Verbände, die Branchen sammeln, veröffentlichen, aber es gibt keine weltweite Statistik. Also für die Robotik gibt es das, dank der Internationalen Federation of Robotics, die auch beim VDMA gehostet wird. Und das gibt eine ganz gute Indikation, auch wie sich vielleicht Robotik und Automation weltweit entwickelt. Und dann gehe ich natürlich ein auf die Bildverarbeitung und einen kleinen Ausblick. Okay, erstmal Robotik und Automation in Deutschland. Wir sehen seit 2009, seit dem Krisenjahr, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen noch daran, ging es eigentlich fast stetig bergauf. 2017 plus 13%, 2018 plus 4%, insgesamt jetzt ein Branchenumsatz von 15,1 Milliarden Euro. Wie gliedert sich das auf? Die Integrated Assembly Solutions mit einem Umsatz von 8,3 Milliarden Euro ist natürlich der größte Brocken. Dann die Robotik, das ist jetzt die deutsche Robotikindustrie mit 4,1 Milliarden Euro Umsatz, minus 3%. Und die deutsche Bildverarbeitungsindustrie mit 2,7 Milliarden Euro, die kleinste, aber die feinste Branche, das wissen Sie alle, plus 4% 2018. Gut, gehen wir in die internationale Weltroboterstatistik. Das habe ich dank unseren Kollegen vom International Federation of Robotics. 2018 war ein Rekordjahr. Das erste Mal wurden über 400.000 Industrieroboter verkauft. Das waren plus 6% im Vergleich zum Vorjahr. Für 2019 erwartet die Robotikindustrie plus minus 0%. Bis 2022 wird es jedes Jahr wieder mit plus 12% im Durchschnitt aufwärts gehen, vorausgesetzt, dass sich diese ganzen handelspolitischen Turbulenzen, sagen wir es mal so, und dass sich das nicht verschlimmert und die Weltwirtschaft nicht weiter vielleicht abrutscht. Und also wie gesagt, plus 12 durchschnittliches Wachstum bis 2022. Das sagt es nochmal ein bisschen detaillierter, also 2019 0%, 2020 dann plus 10 und plus 12% im Durchschnitt die Jahre danach. Schaut man sich jetzt mal die Regionen an, dann ist nicht verwunderlich, dass das meiste Wachstum in
Asien stattfindet. 2019 285.000 wurden installiert im Vergleich zu 74.000 in Europa und 54.000 in den Amerikas. Wenn wir über Asien reden, dann reden wir natürlich vor allem über China. Also 154.000 Roboter wurden da letztes Jahr installiert. Das ist 36% der weltweiten Roboterinstallationen. Also einer von drei Robotern, der steht in China, also wird neu installiert in China. Dicht gefolgt von Japan, ist ja ein relativ kleines Land, ist aber natürlich auch bekannt als die Roboternation. Also über 50% der weltweiten installierten Industrieroboter werden in Japan produziert. Was auch überraschend ist, ist in Deutschland wuchs die Roboterinstallation insgesamt um so 4%. Wenn Sie in Erinnerung haben, die deutsche Robotikindustrie wuchs nicht. Das heißt, aber der deutsche Markt wuchs. Das heißt, dass einfach Roboter von zugeliefert wurden. Ja, schauen wir uns China nochmal an. Da sehen wir kontinuierlich, fast exponentiell steigt das an. Ne? 2018 war fast null. Allerdings wissen wir ja, dass die Entwicklung weiterhin sehr positiv wird. Und was man hier sieht, dieses blau schraffierte, das sind die chinesischen lokalen Roboterhersteller, die eben auch zunehmend vor allem im chinesischen Markt Fuß fassen. Aber wenn Sie es von anderen Messen wissen, von der Automatica zum Beispiel, also die drängen auch zunehmend natürlich auf den europäischen oder Weltmarkt. Wenn wir bei China sind, ist ja immer ein sehr großer Treiber für den Maschinenbau insgesamt. Der VDMA ist in China vor Ort präsent mit zwei Büros und macht bei den rund 1.000 vor Ort ansässigen Mitgliedern, macht ja Umfragen, so Stimmungsbarometer, wie geht's euch in China, ne? Wie entwickelt sich euer Geschäft? Da sieht man einfach in fast allen Bereichen, also auch in Robotik und Automation, ist das in den letzten 6 Monaten einfach, sehr schlechte Erwartungen. Also offiziell China prognostiziert für den chinesischen Maschinenbau, wo auch die deutschen vor Ort ansässigen Firmen hin melden müssen, prognostiziert 0-4% Wachstum nur. Das ist sehr wenig im Vergleich zu den vielen Vorjahren. Wir gehen davon aus, dass es eigentlich eher so um die 0-2% enden wird. Gut, schauen wir uns die Key Industries an für die Robotik. Automotive +2% 2018. Electronics war rückläufig, -14%. Ja, fast alles andere eigentlich sehr, sehr zunehmend, ne? Schaut man sich im Einsatz befindlichen Roboter, also den Operational Stock an, dann sieht man, es steigt kontinuierlich an. Und wir werden 2022 ungefähr 3,9 Milliarden Roboter weltweit im Einsatz haben. Fast 4 Millionen. Okay, warum erzähle ich Ihnen das jetzt alles? Wie ich gesagt habe, es gibt für die Bildverarbeitung keine weltweite Statistik, sondern wir als Verband, als VDMA, machen einen Überblick über die deutsche Bildverarbeitungsindustrie und auch über die europäische Industrie. Wir basieren das auf Meldungen, die wir erhalten von Firmen jedes Jahr. Aber wir können dadurch einschätzen, wie entwickelt sich die deutsche Industrie, aber nicht, wie entwickelt sich der Weltmarkt. Ja? Also die Zahlen, die ich Ihnen jetzt präsentiere, wie gesagt, das geht auf die deutsche Industrie ein. Gut, ungefähr 52 Firmen haben gemeldet 2019. Das war ein Meldevolumen von 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Ich sage das hier so offen, weil wenn Sie das mit anderen Studien vergleichen, auch die Sie käuflich erwerben können, Sie werden das nie erwähnt finden. Sie finden dann immer nur so vage Aussichten. Ja, wir haben
wir haben Interviews geführt und dann maßen sich die Leute an, da so weltweit einschätzen zu können, wie sich die Bildverarbeitungsindustrie entwickelt. Wir als Verband sagen, wir können es vielleicht für die deutsche Industrie dank der Expertise auch unserer Mitglieder, unserer Vorstände, aber wir können nicht sagen, wie sich weltweit die Bildverarbeitungsindustrie entwickelt. Wir wissen allerdings, wie sich einzelne Märkte für die deutsche Industrie entwickelt. Gut, was sehen wir hier? Hier sehen wir ein Schaubild, eine Entwicklung, von dem viele anderen Bereiche also nur träumen können. 2009 war das Krisenjahr, viele wissen es noch, aber seit 2010 ging es eigentlich stetig bergauf. Innerhalb der letzten 9 Jahre hat sich der Umsatz der deutschen Bildverarbeitungsindustrie mehr als verdoppelt. 2018, sagen wir, basierend auf den Rückmeldungen und auf unseren Einschätzungen, wer nicht gemeldet hat, dass Umsatzvolumen der deutschen Bildverarbeitungsindustrie bei ungefähr 2,7 Milliarden Euro lag, plus 4% im Vergleich zum Vorjahr. Das war besser als erwartet. Also so fixe Journalisten wie der Peter Ebert da vorne, kann sich vielleicht noch an die Vision-Pressekonferenz erinnern. Da hatten wir eine glatte Null prognostiziert für 2018. Es war besser als erwartet. Für 2019 tun wir uns ein bisschen schwer zu sagen, wo geht die Reise hin. Sie kriegen es alle mit. Es ist ein bisschen schwierig momentan, die Lage. Ne? Investitionen werden zurückgehalten, aus welchen Gründen auch immer. Das wissen Sie selber. Die Automobilindustrie, die Elektronikindustrie investiert vielleicht nicht so, wie wir uns das gedacht haben oder erhofft haben. Und handelspolitische Verwerfungen oder andere politische Unruhen, die tragen auch nicht dazu bei, dass sich das einfach entspannt. Als wir 2019, sage ich am Ende vielleicht was, aber bevor wir jetzt nach vorne schauen, schauen wir erstmal zurück. Also 2018 wuchs der Umsatz der Systemhersteller, also das waren 38 Firmen, die da reingemeldet haben, wuchs mit 3,9%. Die Komponenten wuchsen, der Umsatz der Komponentenhersteller um fast 5%. Schaut man sich die Anwendungen an oder die Endanwender, so sehen wir, also die verarbeitende Industrie, Manufacturing, wuchs um fast 4%, die Non-Manufacturing Areas um ungefähr 5%. Dieser Anteil, 27% am Gesamtumsatz, der steigt in den letzten Jahren. Warum? Das wissen Sie alle. Bildverarbeitung braucht man nicht nur im weltweiten Automationswettlauf. Weltweit in den Firmen wird Bildverarbeitung vermehrt eingesetzt, sondern auch in den nicht-industriellen Bereichen. Gut, schauen wir uns die Exportregionen an der deutschen Bildverarbeitungsindustrie. Ungefähr 66% des Umsatzes wird mit dem Ausland realisiert, also landet im Export. Also Deutschland, der Inlandsmarkt, wuchs um ungefähr 4%, Europa um ungefähr 5,4%, Asien um 4,3%, Amerika um 5,6%. Schauen wir uns jetzt Asien genauer an. China wuchs um nur 2%, der Umsatz in China. Das war in den anderen Jahren deutlich höher, das wissen Sie vermutlich alle. Von daher, ja, ist das auch mit ein Indikator zusammen mit Japan, dass es 2018 der Gesamtumsatz der deutschen Bildverarbeitungsindustrie vielleicht bei nur 4% lag, wenn man das mit den Jahren zuvor vergleicht, 18%, 10%, sieht man das halt hier. Gut, kommen wir jetzt zum Forecast 2019. Wir machen bei unserer Jahresumfrage, die wird im Januar immer verschickt, so im Februar fangen dann an, die Firmen zurückzumelden, das wird dann ausgewertet, im Juni wird was verteilt an die teilnehmenden Firmen. Ja, im Februar, da sah die Welt noch ziemlich gut aus, ne? Da haben die Firmen, die wir gefragt haben, gesagt, was ist denn dein erwartetes Umsatzwachstum? Da ist ein Tippfehler drin, sehe ich gerade. Also was erwartest du Umsatzwachstum 2019 im Vergleich zu 2018? Da kam noch zurück von 43 Firmen im Durchschnitt
plus 7%. Also nicht im Durchschnitt, sondern also wenn man das gesamte Meldevolumen nimmt, rechnete die Industrie mit einem Wachstum um 7%. Tja, diese Zeiten, das ist leider vorbei. Also im Februar, da war alles noch schön und goldig und rosa. Das ist nicht mehr so. Und wieso wissen wir das? Wir machen neben der Jahresstatistik, die in die Details geht, welche Regionen, welche Produkte, ne, welche Industrien belieferst du, macht der VDMA noch eine monatliche Auftragseingangs- und Umsatzstatistik für Robotik und Automation und auch für die Bildverarbeitung einzeln. Und daher wissen wir so ungefähr immer 6 Wochen später, okay, wie war der Auftragseingang und wie hat sich der Umsatz entwickelt im Januar bis August im Vergleich zum Vorjahr. Und daher können wir sagen, dass die plus 7% nicht erreicht werden können. Schauen wir uns das mal an. Das ist jetzt, wie gesagt, für die deutsche Bildverarbeitungsindustrie. Und ich möchte Sie bitten, vor allem die Journalisten hier im Raume, dass Sie das nicht veröffentlichen. Es kommt in nächster Zeit eine Pressemitteilung. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier vertraulich und weil wir Stemmer sehr verbunden sind und ich Ihnen alle vertraue. Also das Ergebnis ist leider nicht so rosig. Die Umsatzentwicklung in den ersten 7 Monaten im Vergleich zu den ersten 7 Monaten im Jahr zuvor betrug minus 7%. Und was noch erschreckend ist, ist der Auftragseingang. Ne? Der ging auch deutlich nach unten, also minus 11 im Vergleich zum Vorjahr. Es gibt einige Firmen, die kriegen davon nichts mit oder sagen es zumindest mir gegenüber. Da sage ich, ich freue mich für Sie. Es hängt vielleicht auch davon ab, dass Sie vielleicht nicht so abhängig sind von der Automobilindustrie oder von der Elektronikindustrie wie jetzt andere Firmen und vielleicht Umsatzverluste in diesen beiden Branchen durch anderes Wachstum kompensieren können. Ich kann Ihnen noch verraten, für Robotik und Automation sieht es sogar noch drastischer aus. Also da sieht man inzwischen, August noch mit eingerechnet, ist der Umsatz der ersten 8 Monate dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr bei 0% und Auftragseingang ist sogar bei minus 27% momentan. Also es sind sehr besorgniserregende Zahlen. Aber wir sagen, mittel- bis langfristig wird es wieder aufwärts gehen, denn das ist uns allen klar, die industrielle Bildverarbeitung ist einfach eine Schlüsselkomponente, nicht nur im weltweiten Automationswettlauf, sondern auch darüber hinaus ist Qualität, verbesserte Qualität, Produkteffizienz ist einfach weltweit gefragt, auch in den nicht-industriellen Branchen. Von daher kriegen Sie vermutlich in ein paar Wochen, Tagen eine Pressemitteilung, wo drin steht, für 2019 rechnen wir mit einem Umsatzrückgang der deutschen Bildverarbeitungsindustrie für ungefähr minus 5% und für 2020 bis darüber hinaus geht es wieder aufwärts. Gut. Ja, noch eine Sache, diese Statistik, jetzt fehlt eine Folie, ups. Diese Daten können wir hier nur zur Verfügung stellen und stellen auch den meldenden Unternehmen schon im Mai, Juni zur Verfügung, weil wir Daten bekommen, die wir natürlich sehr vertraulich behandeln. Die Statistik ist offen, auch für Nichtmitglieder und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht den einen oder anderen noch gewinnen und überzeugen könnten zu melden, denn jeder weitere Teilnehmer verbessert natürlich die Statistik und hilft Ihnen hoffentlich auch allen dabei, Entscheidungen zu treffen und zu planen. Gut, ganz herzlichen Dank und für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.